Donnerstag. Ich hatte heute online meine erste Französischstunde. Ah. Und zwar über eine Plattform, Preply heißt die. Und da kommen Lehrer und Schüler zusammen aus der ganzen Welt. Und mein Schüler, mein Lehrer, freundlich grüßen. Mein Lehrer hieß Nicolas. Und Nicolas lebt zurzeit in Indonesien auf Bali, ist ausgewanderter Franzose und hat da eine Tauchschule und unterrichtet übers Netz. Und ich finde das so völlig abgedreht, wie so Lebenswege sind von Leuten. Der ist ausgewandert und hat da jetzt auch so ein kleines Hotel sich gekauft, was zurzeit nicht viel kostet wegen Corona. Aber das ist irgendwie geil. Und er ist 38, also jetzt nicht mehr so der jugendliche Hüpfer, und hat trotzdem gesagt, nee, ich will in meinem Leben noch mal ein paar andere Sachen machen und ist aus seinem guten Marketingjob ausgestiegen. Ja, und hat jetzt auf Bali eine Tauchschule und unterrichtet über diese Plattform Leute in Französisch. Leute wie mich. Loser. Ich finde es großartig, wenn Leute sowas machen. Finde es großartig, wenn Leute einfach ihr Ding durchziehen, oder? Kann man auch mal drüber nachdenken. Gerade heute, an so einem sehr regnerischen, trüben 1. Oktober, da kann man mal über Alternativen nachdenken, oder? Und jetzt gehe ich Vokabeln lernen. Das war ja heute Morgen eine Nachricht, oder? Mit dem Trump. Er hat Corona und Hohn und Spott ließen im Netz ja nicht lange auf sich warten. Das war auch verständlich einerseits, aber auch ein bisschen erschreckend. Aber der erste Gedanke, der mir in den Kopf kam, war, ob das wirklich stimmt oder ob Trump sich überlegt hat, Mensch, meine Umfragewerte sind nicht so dolle. Ja, also, was mache ich? Ich erzähle, dass ich Corona habe. Und das ist das Üble, dass wenn jemand viel lügt, man irgendwann nicht mehr weiß, wann er die Wahrheit sagt. Und immer dieses Misstrauen. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was Donald Trump so angerichtet hat durch seine Art von Politik, dass er ein beständiges Misstrauen gesät hat. Und dass er damit einfach sehr viel Vertrauen kaputt gemacht hat. Und Jan Böhmermann hat es heute Morgen auch direkt getwittert, so, oh, nach eigenen Angaben hat er das? Ja. Das ist überhaupt echt ein schmutziger Wahlkampf, oder? Ich meine, jeder kennt die Moral von der Geschichte, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das ist ja auch das, wenn ich habe ja manchmal Paare, mit denen ich arbeite, jetzt nicht sehr oft. Aber manchmal arbeite ich mit Paaren. In der Regel macht sie den Termin aus und er wird mitgeschleppt. Aber nicht immer. Manchmal wollen auch beide. Und das Kernthema ist fast immer, bei egal was da auch vorgefallen ist, das Kernthema ist, lüg mich nicht an. Ne? Also es ist ja das eine, jemand baut echt Scheiße, geht fremd oder macht irgendwas anderes, was gegen die Beziehungsabsprache ist. Das ist das eine, was schlimm ist. Aber was dann. Was das Ganze immer noch viel, viel, viel schlimmer macht, das ist das, wenn anschließend darüber gelogen wird. Und es ist auch dann oft gar nicht die Sache, die die Beziehung letztlich torpediert, sondern es ist das Lügen über die Sache. Und das verstehen so viele nicht. Und das ist echt übel, weil dieser Vertrauensverlust, den wieder zu kitten, das ist viel, viel schwieriger, als wenn jemand irgendwie Scheiße gebaut hat. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Dass dieses Misstrauen bleibt einfach hängen. Naja, aber abgesehen von Trump habe ich heute einen durchaus produktiven Tag gehabt und das war gut. Oder besser gesagt, die Pferde hatten einen produktiven Tag.
gewisse Sachen verstehen sie dann doch alle. Was ist denn das für ein verregneter Feiertag? Was ist das denn? Ich bin heute schon 5-mal durchgematscht worden draußen bei den Pferden. Pferde haben macht keinen Spaß bei dem Wetter. Ich sage es euch, es macht keinen Spaß bei dem Wetter. Ja, naja. Ich hoffe, ihr habt einen schöneren Feiertag, einen entspannten. Aber apropos Feiertag, da ist mir doch wieder ein unfassbar philosophisch weiser Spruch in die Hände gefallen. Angeblich hat es Bruce Lee gesagt. Das ist jetzt nicht der brillanteste Spruch von allen. Und doch, auch wenn der eigentlich so selbstverständlich ist, begegnen mir immer wieder Menschen, die genau das erwarten, dass ich den Weg für sie gehe. Und das ist Mist, weil Coaching ist ja Hilfe zur Selbsthilfe. Therapie ist letztlich auch Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, man zeigt den Klienten oder Patienten Wege, Möglichkeiten, aber das Tun müssen sie am Ende selbst. Und ich finde das so wahnsinnig frustrierend, wenn ich merke, dass zum Beispiel jemand kommt und sich dann, ich sage ja immer so, häuslich eingerichtet hat. Also in seinem Problem häuslich eingerichtet hat und eigentlich diese Nehmerhaltung hat, so Casey, mach das Problem weg. Und so funktioniert es leider nicht. Es wäre ja schön, wenn das ginge, aber es funktioniert nicht. Und ich versuche dann für mich schon immer den Frust gering zu halten, indem ich sage, ich möchte wirklich nur mit Menschen arbeiten, die wirklich willens sind, was zu verändern. Die müssen nicht wissen, wie, und die dürfen Angst haben, aber die müssen Willen haben. Das ist für mich das A und O. Die müssen sagen, ja, ich will an das Thema dran, weil dann verändert sich die Welt für diese Menschen. Vielleicht nicht immer mit mir. Ich meine, das ist auch so eine Sache, ne? Man muss manchmal ein paar Leute ausprobieren. Sagt man bei Therapeuten ja auch. Dieses probier 1, 2, 3 aus. Die Beziehung muss stimmen, das Miteinander muss stimmen. Na, wenn du den richtigen Menschen gefunden hast zur Unterstützung und dann den Willen hast, dann wird das auch was. Dann kann man die Dinge verändern. Oder man kann Träume erreichen. Darüber rede ich morgen im Video nochmal. Träume. Mit einer unfassbaren Frisur. Ich habe schon überlegt, ob ich es nochmal drehe, aber ich habe keinen Bock. Ihr werdet es ja sehen. Und es lohnt sich sogar morgen bis zum Ende des Videos dran zu bleiben, weil ich mir noch was überlegt habe. Ein Mehrwert. Was wir Mehrwert alles haben. Also. Ja, lege ich euch das ans Herz. Und jetzt gucke ich mal, was ich mit diesem useligen Tag noch mache. Ich glaube, ich hole jetzt Holz rein und dann schmeiße ich mir einfach gleich den Kamin an. Das ist doch eine Idee, oder? Es ist Sonntag und erstaunlich viele von euch haben Bock auf mein kleines Experiment. Dieses Mini-Coaching zum Thema Träume erreichen, Ziele verwirklichen. Was mich ein bisschen erstaunt, weil als ich vor, ich glaube, 2 Jahren oder so mal das Format Kaffee mit Casey ins Leben rufen wollte, war die Resonanz ziemlich überschaubar. Und jetzt fluten mich Mails. Ah, das bringt mich zu dem Problem, wie wähle ich denn jetzt aus, wer dabei ist und wer nicht? Oder mache ich das mehrfach? Ich weiß nicht. Aber was ganz interessant ist, ich habe mal so rüber gelinst über die ersten Mails, wie oft das Thema der Wunsch Leben am Meer eine Rolle spielt. Also es scheint echt bei vielen Menschen eine tiefe Sehnsucht zu sein. Krass, ja. Und der andere Gedanke, der mir kam, war, boah, ich lehne mich ja ganz schön weit aus dem Fenster. Wenn es kacke wird, ich habe ja gesagt, ich mache einen Podcast draus. Also im Sinne von, wenn ich nicht gut bin, dann denke ich, was ist das denn für eine? Ja,
Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ich weiß es nicht, aber jetzt wird's durchgezogen. So sieht's aus. Der Spruch des Tages, der mir heute begegnet ist, lautet: Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren. Das ist eine Weisheit. Aber mal im Ernst, was kann ich da rausziehen? Die Idee hinter dem Satz ist ja, dass man sich seinen eigenen Weg sucht. Jetzt bin ich durchaus ein Freund, sich Vorbilder zu suchen. Ich muss ja nicht alles neu machen. Das heißt auch zu gucken, was hat für den geklappt? Und kann das nicht auch für mich klappen? Insofern bin ich so halb und halb zu dem Spruch. Aber die Idee dahinter ist, glaube ich, eben letztlich zu sagen, ich mache mein eigenes Ding. Aber dafür muss ich natürlich wissen, was ist denn mein eigenes Ding? Und ich glaube, da wird es für viele echt schwierig, das herauszufinden, sich hineinzutrauen in die Suche. Das ist ja die Herausforderung letztlich, oder? Die Business Coaches Förster und Kreuz, die haben mal ein Buch geschrieben, Spuren statt Staub. Selbes Thema. Es geht darum, dass man was schafft, was Eigenes. Und ich glaube, dieses, du sollst das was Eigenes machen, dein eigenes Ding, kann Leute auch ganz schön überfordern, weil das so einen Anspruch an Selbstverwirklichung hat, der vielleicht auch nicht jedermanns Sache ist. Insofern würde ich da, also dieser Weisheit, dieser Weisheit, nur so halb zustimmen. Manchmal ist Hinterhertrotten auch ganz nett. Ich glaube, es hängt letztlich davon ab, macht es mich glücklich oder nicht, oder? So, und wenn es mich glücklich macht, jemandem nachzufolgen, dann mach das. Und wenn es dich glücklich macht, dein eigenes Ding zu machen, dann go for it. Und apropos Go for it, ich gehe jetzt auch was nachmachen. So, und von wegen in den Fußspuren von jemand anderem laufen, das habe ich jetzt gerade 1,5 Stunden gemacht. Also ich habe nachgeturnt sozusagen. Die Montagsqual. So, da ist der neue Podcast. Es ist ja immer wieder interessant, wie unterschiedlich Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung sein kann, wenn man miteinander mal in den Abgleich geht. Das ging mir heute wieder so, als ich einen Kommentar unter dem Video von letzter Woche fand, unter der ersten Ausgabe von Soup du Jour. Da stand nämlich das hier. Und das ist schon interessant, ne? Woran machen wir Empathie fest? Also woran machen wir fest, ob jemand in Resonanz gehen kann? Ob jemand mitschwingen kann. Hier hat es offensichtlich jemanden überrascht, dass ich mitschwingen kann und mitfühlend sein kann. Ja, ist schon interessant, oder? Ich meine, klar, auf der einen Seite ist es immer, wie präsentiert man sich? Also wie sieht der Ausgleich oder der Abgleich zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung aus? Und was will ich auch, dass andere sehen? Das ist ja immer das Entscheidende. Was zeige ich den anderen und in welchem Kontext zeige ich den anderen etwas von mir? Es gibt da dieses sehr schöne Johari-Fenster. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist das hier.
Beim Johari-Fenster geht es letztlich darum, dass es vier Bereiche gibt von uns. Es gibt den Bereich, den wir kennen und den andere über uns kennen, dieses öffentliche Ich. Dann gibt es den Bereich, den kennt keiner, das ist das Verborgene. Und dann gibt es den Bereich, den kenne nur ich, aber den zeige ich anderen nicht. Das ist mein privates Ich. Und dann kommen wir zu dem vierten und sensibelsten Bereich. Und das ist eben der Bereich von, das sehen die anderen über mich, aber ich nehme das nicht wahr. Also da ist die Fremdwahrnehmung. Und je öfter man in Abgleich geht von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, umso sicherer und souveräner ist man, weil man eine ziemlich gute Vorstellung davon hat, wie man nach außen wirkt. Und ich glaube, ich habe eine sehr gute Vorstellung davon und wie ich wirke, weil ich sehr viel im Abgleich bin. Aber es ist natürlich auch so, dass zum Beispiel so eine YouTube-Casey eine andere ist als die, die in einem Coaching eins zu eins mit einer Person da sitzt und arbeitet und auch mitfühlt und auch mitschwingt und mit dabei ist. Das ist eine andere Person. Das eine, ich sag mal so salopp, ist so ein bisschen der Erklärbär und das andere ist der Coach. Und die beiden, die gehen Hand in Hand, aber es gibt für den einen halt da einen Ort und es gibt für den anderen da einen Ort. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, dass sie immer mal wieder in diesen Abgleich gehen oder sich auch fragen dürfen, präsentiere ich mich so nach außen, wie ich das will, und werde ich vom Außen auch so wahrgenommen, wie ich wahrgenommen werden möchte? Harmoniert das Ganze oder bin ich in Diskrepanz? Ich für meinen Teil bin ganz harmonisch mit mir und muss dann über solche Kommentare tatsächlich eher schmunzeln. Aber es ist okay. Und um die zweite Frage noch zu beantworten, ob ich eigentlich immer alles analysiere oder ob noch ein wenig Lebenszauber übrig bleibt, das ist für mich kein Widerspruch. Mein Hirn ist, glaube ich, tatsächlich extrem strukturiert und ich nehme sehr viel wahr. Aber deshalb kann ich doch trotzdem mich an Dingen und Phänomenen erfreuen. Oder mein Lebenszauber Dinge bewusst ungeklärt lassen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber für mich ist es kein Widerspruch. Also es hört sich hier so an, als wenn das eine nicht ohne das andere ginge. Und das stimmt für mich nicht.